Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replaycast. Weiter geht's mit PvT, Dusk Towers. Wir haben in Rot den Protoss vom Team Liquid, das ist Mana. Gegen den blauen Terran, das ist ein Barcode. Heißt hier unbekannter Terraner leider. Aber trotzdem, PvT ist ein Matchup, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Es ist ein Matchup, das nach wie vor ein bisschen umstritten ist. Die Terraner beschweren sich immer noch gerne über den Adept. So lange, bis Blizzard da irgendwann mal was patcht. Blizzard hat da auch schon was angedacht. Ansonsten sagen Protoss, dass Terran im Late Game viel zu stark wird. Durch Mass Liberator, die einfach jegliche Protoss-Armee vernichten, egal was man auch versucht. Ja, mal sehen, wie es in diesem Spiel abläuft von den beiden hier. Ist ein ganz normales Ladder-Match und beide gehen hier mal scouten mit den jeweiligen Workern. Turn hier baut ganz normales Reaper-Opening. Hingegen beim Protoss kam das Gateway und dann der Nexus. Jetzt gibt es hier Doppelgas, als auch beim Protoss ja alles Standard für dieses Matchup. Und entsprechend beide waren hier auch die BO des Gegners scouten. Velx steht bereits bereit für ein weiteres Add-on, was höchstwahrscheinlich nach diesem Reaper kommen wird. Reaper hier wird auch auf die Probe gerallied. Die Probe wird hier nicht wegkommen. Er wird direkt in den Reaktor angedrückt. Probe stirbt hier. Aber ich denke, Mana sollte trotzdem noch genügend wissen, was da auf ihn zukommt. Währenddessen das SCV scoutet ja auch immer fröhlich durch die Basis. Das kann gerade nicht getötet werden. Außer man zieht sämtliche Probes drauf, aber nicht mal das funktioniert. Es kommt der erste Adept hier. Der wird ein gutes Abwehr gegen den Reaper sein. Macht einfach nach wie vor Bonus-Damage gegen Light Units und Reaper hält gegen einen Adept wirklich nicht viel aus. Ein Adept mit Sam Shade ist auch halbwegs schnell unterwegs, bisher auch ziemlich mobil. Eine der wenigen Protoss-Einheiten, die jetzt hier mit dem Reaper mithalten kann. Hier schön Mine gesetzt vom Terraner. Möchte jetzt nochmal in die Mainbase springen. Möchte natürlich wissen, welches Tech-Gebäude hier vom Protoss kommt. Möchte, wenn es gut läuft, nochmal ein, zwei Probes mitnehmen. Wäre immer schön zu kriegen. Probes dann sofort draufgezogen zum Angriff. Aber Reaper kommt hier trotzdem weg. Mine connected nochmal mit ein, zwei Probes. Eigentlich jetzt bereits Doppeladept da. Es kommt das Stargate hier von Mana, nennt dessen Terran tagt bereits in die Factory. Hat hier auch schon fleißig Gas am Sammeln. Legt jetzt hier auch seine Natural, hat natürlich dann bald Doppelmule. Und Reaper wurde hier an die Kante abgestellt. Wird vielleicht später nochmal versuchen reinzufahren, aber gegen zwei Adepts ist das ziemlich schwierig. Weil wenn er hier wirklich die komplette Kante nimmt und nur Schaden von einem Adept bekommt, kann das doch noch funktionieren. Oder auch hier an dieser Kante. Weil Adept einfach nicht so sonderlich schnell schießt, aber gleich kommt eben noch ein Mothership-Kommer dazu. Tja, wird es der Reaper schaffen oder nicht? Reaper patrouilliert hier gerade hinten. Wird das hier hauptsächlich genutzt, um eine dritte Basis zu scouten. Und es kommt hier das Doppel-Stargate von Mana. Das ist dann schon eher ungewöhnlich für dieses Matchup. Doppel-Stargate ist sehr riskant, muss man sagen. Weil es einfach, man hat nicht wirklich viel auf dem Boden, wenn der Terran doch mit einem kleinen Biotrupp rüberläuft. Man hat natürlich Oracles. Man kann Phoenix und Void respawnen, aber das ist einfach auch nicht die Wunsch-Army gegen die Bio-Army mit Stim. Reaper wird hier rausgenommen von den Adepts, Unterstützung mit dem Mothership Core, aber er sieht zumindest noch die dritte Basis vom Protoss. Und Mana hier, was baut das denn, Size Targets? Wird es hier wirklich Doppel-Oracle geben? Das kann verdammt viel Schaden verursachen, aber es ist eine sehr, sehr cheesige BO. Ja, es gibt hier tatsächlich das Doppel-Oracle. Das pumpt halt, da pumpt man halt so viel Gas rein, das muss Damage machen. Ansonsten hat diese BO überhaupt keinen Nutzen. Die Oracles haben natürlich einen massiven Burst-Damage, aber eben auch einen Overkill. Das ist das große Problem an den Oracles. Wenn zu viele Oracles da sind, versuchen die immer auf eine Unit zu schießen, buggen, dass die Unit tot ist, versuchen die nächste Unit anzuvisieren, buggen, dass die wieder tot ist. Also die buggen ein bisschen rum, die machen trotzdem richtig stark Schaden, darf man dabei nicht unterschätzen. Aber dennoch Stimp Marines gegen Oracles, das können die Marines schon durchaus halten, vor allem wenn Mediberg-Unterstützung mit dabei ist. Aber momentan hier, wenn Mana weiter so fleißig Oracles pumpt, kann ich hier durchaus Schaden machen. Turn hier geht bereits in den Starport, holt sich da momentan kein Addon mit dazu. Das kommt stattdessen an die Barracks. Das heißt, sie werden in Kürze Stim in der Forschung sehen. Währenddessen sind hier ein paar Adepts auf dem Weg. Wollen hier mal vorwärts scouten. Es ist noch keine dritte hier vom Turn gesetzt. Der hat hier auch einen unteren Bunker. Der ist gegen Adepts gesetzt. Falls die Adepts sich hier reinporten wollen, steht eben der Bunker bereits da. Adepts sehen das jetzt hier. Wollen sie tatsächlich committen? Nein, Mana geht hier wieder raus, hat jetzt hier bereits 4 Oracles gesammelt und will jetzt mit diesen 4 Oracles auch noch entdecken. Und das kann jetzt hier richtig hässlich werden. Turn hat alle wichtigen Upgrades auf dem Weg, aber die werden eben nicht durch sein, wenn die Oracles in seiner Basis ankommen. Er hat keine Missile Turrets, er hat einen Cyclone hier. Also das kann tödlich enden, muss aber nicht. Und Turn das halbwegs vernünftig regelt.
Und da supporten sie jetzt hier tatsächlich in die Basis. Natürlich möchten jetzt hier, wenn es geht, noch ein paar Marines mitnehmen. Jetzt kommen die Oracles mit dazu. Aber man sieht schon, der Punkt der Marines. Erstes Oracle bereits tot. Da sterben jetzt aber doch mehr und mehr Marines. Die Oracles verlieren dann eigentlich dadurch auch gut aus an Energie. Jetzt haben wir das Cycle noch mit dazu. Der schießt ja auf ein weiteres Oracle. Oracle haben viel Energie bereits verloren und auch schon einiges Hitpoints. Es ist gerade rechtzeitig ein Nüssentöten in der Mainbase fertig geworden. Das schießt hier schon mal ein weiteres Oracle tot. Die Oracle hier hart angeschlagen. Wenn hier weitere Production vom Turm mit zukommt an Marines, kann das hier vielleicht doch noch gehalten werden. Zwei Adepts brennen hier eigentlich doch in die Basis mit Unterstützung von zwei Oracle. Und man sieht einfach, die Oracle hier ohne Energie sind dann einfach doch ziemlich nutzlos. Marauder wurden gebaut gegen die Adepts und die Adepts haben überhaupt keine Chance. Werden hier einfach easy rausgenommen. Jetzt noch ein Viking mit dabei gegen die Oracle. Da werden die Marines noch extra gemicrot. Mana macht hier überhaupt nicht den Damage, den ich gern gewünscht hätte. Baut eigentlich trotzdem Doppel-Oracle hier weiter und geht in das Attack-Speed-Upgrade für die Adepts. Dann kommen zwei weitere Oracles. Das sind momentan wenige Marines da, die werden auch direkt eingeladen, ist Smelly weg. Zurückziehen heißt hier zum Missile Turret, einfach zum zurückgehen ins Standpunkt, wenn das hier unten der Bunker steht auch noch. Und da sind das Viking mit dabei, ist, kann man die Orcs auch wesentlich einfach abwehren, da starten noch ein paar SCVs. Aber das hat sich nach wie vor für dieses Investment nicht rentiert für den Protoss. Es wird nach wie vor mehr und mehr Oracles hier, immer noch, das ist die ganze Protoss-Army, besteht aus 6 Oracles. Das ist ein seltener Anblick und das ist einfach nur komisch. Also das kann, wie gesagt, funktionieren, dann überrollt man seinen Terraner einfach, aber hier, dieser Terran hat das verdammt stark defended. Mana hat ja auch vielleicht ein bisschen unvorsichtig sein Oracle in diesem Missile Turret verloren. Das hätte es auch nicht unbedingt gebraucht. Pumpt jetzt hier 7 Gateways nach, geht in die Robotics Facility. Terran jetzt hier gerade mit dem Vorteil, hat natürlich jetzt hier 1-1 bereits durch, 2-2 auf dem Weg. Oracles werden jetzt hier genutzt für Stasis Wards. Einfach noch ein bisschen Nutzen rausschlagen aus der Energie, die Oracles sowieso haben. Verteilen jetzt ihre Stasis Boards. Damit hat man relativ solide Drop Defense, wenn die überall stehen. Eigentlich momentan hier fehlt sie. Sie ist noch aktuell kein Stasis Board und da kommt hier der Doppeldrop. Das heißt, da könnt ihr hier auch echt in die Natural fliegen. Da kommen jetzt auch entsprechend Pylons an jeder Basis, damit hier Overcharge angeworfen werden kann. Kommt nochmal ein Scan auf die dritte. Sieht hier, dass die Adepts da sind. Währenddessen der Mothership Core hängt in der Mainbase rum. Und es geht jetzt hier in die Natural rein. Währenddessen gibt es drüben nochmal einen kurzen Oracle Scout, der nimmt eigentlich keinen Schaden. Und hier, die Bio nimmt hier schon mal den ersten Pylon raus, geht hier auf den zweiten Pylon. Eigentlich hier genügend Pylons für die Warpins. Die Taunts wurden rechtzeitig weggezogen, trotzdem, die Bio macht ein bisschen Schaden. Durch das Killen einiger Protoss-Units, durch ein paar Gebäude. Die Mantex gehen jetzt hier an die dritte, da kommen wieder Warpins, wollen sie wirklich ausladen gegen die Oracles. Entscheidet sich dagegen hier der Terraner, fliegt hier mit seinem Mantex lieber weg. Und da hier wenig Anti-Air vorhanden ist, kommen die Mantex auch gemütlich weg. Es gibt jetzt hier den harten Tech-Switch von Mana, geht jetzt hier ein Doppel-Immortal, Doppel-Void-Ray, also kämpft jetzt hier gegen Armored-Units, weil das macht dagegen Bonus-Damage. Eigentlich der Marauder-Count hier beim Terran ist gar nicht so prickelnd, aber eben für die Marines möchte man die Oracles haben. Also Mana stellt sich eine sehr eigenwillige Komposition zusammen, Adepts und Oracles gegen Marines und Immortals, Void-Rays gegen Marauder. Und ja, der Drop hier ist immer noch aktiv und solange die 3 Sentries sind, kann die Medivacs auch noch viel anrichten. Laden jetzt hier auch wieder aus, das ist vielleicht ein bisschen mutig in die Adepts. Das wird schwierig, selbst mit Upgrades sind die Adepts doch ziemlich, ziemlich stark. Haben zwar noch 0-0 Upgrades hier gegen gleich 2-2. Allerdings kommt hier das Upgrade, die Range Upgrade für die Liberator. Ja, Doppeldrop wird hier nochmal hochgezogen auf die vierte, da war gar mein Scan. Und da soll es nochmal drauf gehen, da versucht hier Terrana die Basis zu canceln. Oh, das ist eigentlich in der Nähe, da wird sofort wieder eingeladen. Das eine Beute reicht hier nicht, um die Medivacs zu snipen. Die Oracles eiern einfach dämlich hinterher, können natürlich noch ihren Spell absetzen. Das heißt, die Medivacs werden zumindest gesehen hier vom Protoss. Zweites Set an Medivacs ist bereits unterwegs. Eigentlich da fliegen die Oracles auch direkt rein. Ja, Mana markiert die auch sofort. Da kommt nochmal der Scan. Terrana sieht, dass Protoss sich hier rausbewegt. Sieht ja auch den Stasis Ward. Allerdings, währenddessen gibt es eben hier den Doppeldrop um die dritte, da ist der Mothership Core da und da kommt vielfach Overcharge, da kommt sämtlicher Overcharge und das killt die Medivacs einfach. Eins lebt jetzt hier noch, der Mothership Core hat nicht mehr so viel Energie, das kann vielleicht in der Netzwerk noch ausladen. Hier an der vierten hingegen sind die Oracles als Abwehr und jetzt geht sie vom Protoss rein in die dritte Basis vom Terran und da steht momentan gar nicht viel. Aber jetzt kommen die Deliberator mit dazu, die klappen sich jetzt erst auf und wenn die aufgeklappt sind, dann habt ihr dann große, große Schwierigkeiten, auch die Stalker und die Mortals geht ziemlich gut. Einzig die Voidists sind jetzt hier noch die nutzbaren Einheiten gegen die ganzen Deliberator. Ja, die Voidists müssen hier auch fokussen, die Stalker versuchen hier mit der restlichen Gateway Army an der Seite zu kämpfen, wo keine Deliberator sind, die werden jetzt umpositioniert. Die Voidways sind gestorben und jetzt die Protoss Army wird einfach nur zerlegt von den Deliberator. Das Viking jetzt charged auch noch fröhlich mit vorwärts, keine Anti-Air aktuell mehr da hier. Für den Protoss und Mana Army wird hier gerade einfach nur zerfetzt von den Liberatern. Er versucht trotzdem seine Mortal noch so viel Schaden wie möglich zu machen. Die Oracles diven jetzt hier in die Mineral Line, werden eigentlich alle rausgenommen. Und Protoss verliert jetzt hier hart zu Play. Auch der Terraner hat einiges verloren, aber er hat eben die wesentlich effektivere Army durch die Liberator und 2-2 Bio-Units.
Mane hier dahinter hat sein 1-1 gechrono-boostet, möchte also da jetzt endlich nachziehen in den Upgrades. Hat seine vierte hier draußen, die besetzt jetzt ja auch gleich, aber trotzdem, er hat viel teure Einheiten hier verloren bei diesem Angriff. Gegen gar nicht so viel vom Turn. Er hat hauptsächlich gegen Bio abgetradet und Bio ist nicht die täuschten Units. Leopard ist dann auch noch ein guter Anzahl vorhanden und Mana kann hier gerade wirklich nicht pushen in diese Kreisel. Er stellt sich trotzdem mal auf. Da kommt wieder ein gutes Scan drauf. Ami wird ein weiteres Mal gesehen, das kommt. Der Flottensignalgeber, der Fleet Beacon. Das heißt, wir könnten in nächster Zeit auch noch Tempest sehen. Relativ schnelle Tempest, aber da der Liberator-Count bereits so hoch ist, muss hier Mana auch drauf reagieren. Sind jetzt hier seine Adept Chains rein, die porten sie allerdings nicht, das wurde abgebrochen. Wollte Sunien Liberator zu snipen, aber es ist einfach so viel Protoss. So viel Terran-Army gegen den Protoss da. Mothership Core einfach gestorben. Ja, weitere Scan hier auf die Army. Ja, Terran hier bewegt sich raus, ist hier seine Sache ziemlich sicher. Er hat eine sehr dominante Army. Die ersten Tempests werden hier gerade gebaut. Eine Morphin wird hier angegangen. Er zündet nochmal das Schild, aber das hilft ihm auch nicht lange. Jetzt wollte es kämpfen hier gegen die Liberator Angst. Welche im Anti-Air-Modus? Kämpfen hier gerade fleißig gegen die Wildest. Die Morphin chargen jetzt hier in die Liberator Anti-Crowd-Kreisel und werden einfach nur vernichtet. Da kommt ein bisschen Reinforcement an Templern und Zerletz. Aber es leben noch ein paar Marauder am Boden. Jetzt eigentlich die Immortal Scott doch gerade zu durchbrechen mit Unterstützung der Void Race. Dann hat die nochmal einiges verloren. Protoss jetzt gerade wieder im Supply vorne. Und mit seinem Tempest hier wird es für ihn immer besser. Und 2-2 Upgrades hier hinterher. Dann hat kein 3-3 angedrückt. Baut jetzt hier stattdessen weitere Barracks. Hat jetzt hier seine eigene vierte Basis. Dieser Fight war vielleicht nicht so optimal. Auf dem Ende hin hätte sich vielleicht ein Stücken früher zurückziehen sollen. Scannt hier nochmal, sieht hier zwei Templer. Zwei einsame Templer ohne Storm. Mit einiges Energie und da kommt der Stim drauf. Kriegt ihr die tatsächlich noch? Nein, sieht nicht so. Doch, einen könnt ihr doch gegen. Einen kriegt ihr auch raus. Dafür stirbt eigentlich doch was von der Bio. Ja, Protoss baut sich hier eine Air-Army auf. Zum aktuellen Zeitpunkt. Jetzt kommen hier nochmal Immortals als Unterstützung. Jetzt kommen hier weitere Tempest. Mana natürlich nicht unbedingt so viel Geld, um das alles hier zu verhalten, was am Produktionsgebäude hat. Mit Doppel-Stargate, Doppel-Robo. Er hat einfach so viele Optionen, wo er Units rauspumpen kann. Dass ihm einfach das Geld dafür fehlt. Kommt hier nochmal ein Adept Warp in, währenddessen Terraner baut hier fleißig Liberator und Ghost. Wenn die EMPs hier drauf landen, macht das natürlich ein Protoss auch ordentlich Schmatzen. Es kommt wieder Anti-Ground beim Liberator hier zum Einsatz. Man muss eben gucken, dass man immer noch genügend Anti-Air da hat. Die Marines hier, wenn die zu schnell sterben, dann haben die Voiders einfach hier einen Spaß mit den Liberatern. Protoss bewegt jetzt hier Richtung potenzielle fünfte Basis, währenddessen gab es hier drüben einen Zealot Warp in, der wurde eigentlich recht schnell geklärt. Storm ist gleich durch. Templer sind hier zwei mit dabei. Die haben auch genügend Energie zum Stormen. Drei Templer, aber ich glaube, die haben nicht alle Energie. Die einen sind noch frisch reingeworbt. Jetzt gibt es hier den Feind an der Rampe zu retten. Ja, da kommen sofort die Liberator. Da kommt ein bisschen Storm auf die Marines, aber die wurden gerade gut gesplittet. Jetzt kommt hier die Rest der Marines von der Seite nach. Weitere Storm landet hier. Da landet eigentlich auch eine EMP auf der Protoss-Armee. Und jetzt gibt es hier mehrere kleine Fights. Allerdings, es sieht so aus, als kommt jetzt sich Protoss hier an sämtlichen Fronten durchsetzen. Jetzt kommen hier nochmal weitere Liberator-Shots. Die stehen hier gerade immer noch drei Stück. Jetzt sind es hier nur noch zwei. Die Tempest fallen immer noch aus der zweiten Reihe. Und Mana steht jetzt ja an der vierten Basis vom Turn, aber möchte nicht weiter reinpushen. Sagt einen Zeitpunkt, zieht sich gerade nochmal zurück, sammelt sich nochmal, zieht nochmal alles zusammen. Terrane hier, sein Army-Supply sieht nicht mehr so prickelnd aus. Auch sein Worker-Supply ist nicht so gut wie das von Protoss. Mana hier mit 80 Workern. Was vielleicht ein bisschen Overkill ist, aber er hat jetzt gerade seine fünfte Basis fertiggestellt. Da wird ein Doppeltrupp abgestellt. Aber Mana möchte hier ein weiteres Mal pushen. Da hat zwei Liberator auch zum Harassment abgestellt, wurden kurz angeschossen. Aber damit kann Mana eben momentan den Turn einfach überrollen, was die Hauptarmee angeht. Weil Turn jetzt doch einiges von seinem kampffähigen Supply weggeschickt hat, um zu harassen. Das wird jetzt ja auch ordentlich Harassment Damage machen. Gar kein Zweifel, die Liberator hier hauen gleich ordentlich Probes raus. Wenn das der Drop hier drüben, der wird reingeworbt. Allerdings Pilot wird gecancelt, aber es kommen noch ein paar Salads. Adepts durch, aber trotzdem, Bio ist hier stark genug, um zu fighten. Die Props werden mit draufgezogen, da starben nochmal viele Props. Jetzt allerdings das Hauptengagement, da zieht der Turn seine gesamte Army zurück. Die Liberator hier wurden geklärt von der Void Ray und Protoss rollt jetzt hier einfach in die dritte. Da ist nochmal zwei Liberator hier hinten dran, da sind momentan wenig Void Rays dabei, um die Liberator zu snipen. Liberator werden wieder nach vorne gezogen. Also es ist immer noch so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, aber momentan Protoss mit der wesentlich heftigeren Army. Wenn sie hier direkt fighten, dann hat das Protoss easy gewonnen. Jetzt kommen wir noch mit den Means vorwärts, versuchen die Beutel zu snipen. Eigentlich jetzt geht es hier direkt auf die Ground, aber auch mit dazu Liberator kommt ein bisschen spät. Die Adepts haben sich bereits zu Großteils der Marines gekümmert. Es zerstört sich einfach ein neues Mal die Terran-Army. Protoss bleibt hier dominant und damit GG von dem Terraner und Mana siegt in diesem PvT. Ja, Air-Units. Schnelle Air-Units. Mana mit nicht unbedingt der gewöhnlichsten Bio, aber es hat doch irgendwie funktioniert. Terraner hier war am Anfang noch gut mit dabei, aber ist dann immer mehr abgefallen. Ja, schönes Replay. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.